Fünf verschiedene Maibäume haben wir am Vorabend zum 1. Mai rund um Baden-Baden gesehen. Sie sind verschieden geschmückt, es werden Wappentafeln angebracht, sie sind verschieden groß und werden meist mit Maschinen, teilweise aber auch von Hand aufgestellt. Den ersten Maibaum erleben wir mitten in Steinbach. Es ist eine alte Tradition im Verein mit Feuerwehr, Familie, die Firma Keller. Die stellt schon seit vielen Jahren die Infrastruktur zur Verfügung, damit der Baum gestellt werden kann. Und der Erlös geht jedes Jahr an einen guten Zweck, dieses Jahr an die Kinderfeuerwehr. Und es ist immer ein Ereignis, wo die ganze Bevölkerung daran teilnimmt. Und was auch wichtig ist, die Getränke an diesem Tag für die Kinder sind frei. Bei bestem Wetter konnte das Fest rund um die 18 Meter hohe Tanne gefeiert werden. Ganz ohne Feier kommt man hingegen in Rastatt aus. In eine eigens dazu gebaute Vorrichtung aus Stahl vor dem Rathaus wird der Maibaum von der Feuerwehr aufgestellt. Gemeinsam mit unserer Jugendfeuerwehr. Die Jugendfeuerwehr schmückt den Baum in dieser Weise in badischen Farben, in Stadtfarben. Und die Feuerwehr stellt den Baum auf, nicht wie früher traditionell mit Lederriemen, mit Holzstangen und mit vielen Personen, sondern mit unseren Feuerwehrfahrzeugen, weil wir hier eine besondere Vorrichtung auf dem Marktplatz haben, eine Halterung, anhand der Baum im rechten Winkel nachher aufgerichtet wird und der eine Schutzvorrichtung darstellt, natürlich auch gegen diejenigen, die Maibäume das ein oder andere Mal früher auch schon umgesägt haben. Damit das in Sandweier nicht passiert, tanzt die Minigarde der großen Karnevalsgesellschaft ihren Saisontanz rund um den Maibaum. Viele Vereine sogar sich aufgeben müssen, weil sie keinen Nachwuchs haben. Und da sind wir halt bemüht, dass wir den Nachwuchs jetzt ein bisschen mehr wieder an die Vereine binden. Und das hat man hier gesehen dann. Dieser Maibaum, Sie sehen es ja, hat eine sehr schöne Wappentafel. Und zwar waren früher die Zünfte hier in St. Weyer verewigt. Die KKG hat es jetzt übernommen. Letztes Jahr, glaube ich, war das, dass man dort anstatt der Zünfte die Vereine hier im Ort genommen hat. Die Wappen sieht man alle schön an der Tafel. Also ein wunderbares Zeichen der Zusammengehörigkeit der Vereine hier im Ort. Und man sieht es auch heutzutage an diesem Maibaum stehen heute, dass der Musikverein die KKG hier sehr schön unterstützt hat. War eine wunderbare Veranstaltung. Und wir hoffen, dass die Leute noch viel Vergnügen haben in unserem Festzelt hier bei ein bisschen Speisentrank. War also eine sehr schöne Veranstaltung bisher. In etwas kleinerem Rahmen wurde ein Maibaum bei der Grubbachhalle in Geroldsau aufgestellt. Mitglieder des Brauchtumsvereins Die Höllenwölfe stellten die 12 Meter große Fichte mit Hilfe eines Traktors und einer Seilwinde in die Senkrechte. Ganz ohne Maschinenkraft hingegen kamen die Männer der Bürgergemeinde Heimbach in Lichtental aus. Hier am Brahmsplatz bleibt der Maibaum geschmückt, wie alle anderen in Baden-Baden auch, bis zum 1. Juni stehen. Das Besondere ist eigentlich, dass wir das seit uralte Tradition auch machen, dass wir das mit Manneskraft den Baum selbst schlagen, den Baum selbst schmücken. Das Schmücken übernehmen die Frauen der Bürgergemeinde Heimbach. Und als alte Tradition noch, dass alle Kinder, die hier teilnehmen, Brezelstab kriegen von der Bürgergemeinde Heimbach. Die Tradition verlangt, dass Junggesellen ihren Angebeteten in der Maiennacht einen Baum vors Haus stellen. Die heutigen Maibäume auf Dorfplätzen gehen auf heidnische Bräuche zurück. Männer stellen Bäume auf als Symbol ihrer Manneskraft. Die Interpretation sei jedermanns Gedanken überlassen. Schön anzusehen sind die Maibäume in und um Baden-Baden allemal.